Okay, herzlich willkommen. Mein Thema handelt um Mainline Open Source Software auf einem Singleboard Computer. Ich habe mich damit jetzt einige Monate beschäftigt im lokalen Chaos Darmstadt. Ja, also ich habe folgende Gliederung vor. Ich stelle mich jetzt kurz vor, gehe auf die Hardware und Software ein, zeige die Installation von einem Debian-System, bespreche dann den Bootvorgang rudimentär, gehe dann auf Docker ein, also was man dann alles mit diesem Singleboard-Computer machen kann. Erkläre euch, wo meine Schwächen noch liegen, wo ich Probleme habe, und ich würde mich da freuen, wenn ihr mich dann unterstützen könnt mit Tipps und Möglichkeiten. Ja, also ich beschäftige mich mit dem Linux-Kernel und dem Debian OS seit etwa 20 Jahren. Ich bin jetzt fast 50 und vorher habe ich in Schulzeiten Amiga und Perkin-Elmer Unix nutzen können. Im Studium habe ich dann viel mit Windows gearbeitet und dann kam eigentlich auch erst Linux auf. Ich habe damals die SUSE-Distribution benutzt und zu dieser Zeit, wo ich da angefangen habe, SUSE zu benutzen, da wurden noch die CD-ROM-Treiber für SUSE entwickelt. Und da waren nicht für alle CD-ROMs, so kann ich mich noch erinnern, die CD-ROM-Treiber standen da gar nicht so zur Verfügung. Ja, weshalb bin ich motiviert, mich mit Singleboard-Computern und Open-Source-Software zu beschäftigen? Also ich habe vor ein paar Jahren sozusagen einen auf Heise News-Ticker einen sehr interessanten Artikel gelesen über BIOS-Rootkit direkt vom Hersteller. Es ist also so, die meisten von Ihnen benutzen die Notebooks dieses Herstellers hier im Raum. Und da ist es so, dass also der Hersteller einfach Software nachladen kann ins BIOS. Und das geschieht also ohne Zustimmung oder kann ohne Zustimmung des Nutzers des Computers passieren. Und ich habe mir damals schon die Frage gestellt, ja, was kann ich denn ändern? Ich meine, ich kann ein Notebook kaufen und ja, eigentlich kann ich es nur so benutzen. Und ich habe jetzt gemerkt, dass diese Singleboard-Computer doch eine Möglichkeit haben, dass man jetzt eine Chance hat, also ja, diesen BIOS-Rootkits, also die direkt vom Hersteller kommen, dass man denen entkommen kann. Also mein Ziel war, als ich mich damit beschäftigt habe, dass ich eben keine Rootkits möchte und auch eigentlich gar kein BIOS-Update mehr machen möchte, was ich nicht selber vornehmen kann. Also dass ich keine Binary-Blobs auf meinem System akzeptieren muss. Ich suche natürlich auch nach einer praktikablen Lösung. Also das heißt für mich, dass ich den Singleboard-Computer mobil auch nutzen kann, als Desktop und als Server. Und dass die Hardware-Komponenten am Markt verfügbar sind. Das heißt, ich kann die mir heute bestellen beim Hardware-Lieferanten meines Vertrauens und dann werden die mir, sagen wir mal, nach ein paar Tagen geliefert. Und ich muss da also jetzt nicht speziell warten oder es sollen auch keine Sonderanfertigungen sein. Und die Software und die Anleitung soll Open Source verfügbar sein. Das heißt, sobald ich die Hardware habe, kann ich sofort loslegen und so war meine Zielsetzung. Und ich bin diesem Ziel relativ nahe gekommen. Ja, und jetzt würde ich da sozusagen ein bisschen drauf eingehen. Also mein derzeit favorisierter Singleboard-Computer ist ein ROG Pi 4 von der Firma Radxa. Und ich habe also das Booten mit einem Mainline-U-Boot und mit einem Mainline-Linux-Kernel realisieren können. Da gibt es jetzt noch ein paar Schwächen, die stehen da auch noch aufgelistet, da gehe ich näher später noch drauf ein und ich habe auch die noch zu erreichenden Ziele kurz aufgelistet. Da komme ich dann auch später nochmal, gehe ich da nochmal drauf ein. Ich möchte nur auf jeden Fall sagen, dass alle Ziele erreicht werden können, wenn man den Kernel des Vendors, also des Herstellers nimmt. Das heißt, der kopiert den Mainline-Kernel und passt den Kernel dann entsprechend an und genauso kopiert er das U-Boot und passt das U-Boot dann entsprechend an. Nur ob er dann diesen Kernel weiterpflegt oder das U-Boot weiterpflegt in ein paar Jahren, das weiß ich natürlich nicht. Und deswegen möchte ich mich nicht auf den Kernel des Herstellers verlassen.
Und der Hersteller bietet natürlich auch Binary Blobs an, mit denen das dann auch gut funktioniert. Da gehe ich dann auch später im Detail nochmal drauf ein. Und würde jetzt also zu der Hardware kommen. Also der RockPi ist wirklich ein ganz tolles System. Also das große Bild, was man da sieht man das Bild von oben. Der sieht eigentlich aus wie ein Raspberry Pi, aber ich möchte nochmal betonen, ne, ist kein Raspberry Pi, ist ein RockPi. Das ist was anderes. Ne? Und der hat auch andere Feature. Und das ist auch nicht so verwechselt mit dem Raspberry Pi 4, ne, den es jetzt gibt, sondern RockPi. Also zum Beispiel hat er eine PCI Express-Schnittstelle. Man kann also dort eine richtige SSD mit einem M.2 Connector anschließen. Man kann auch eine Storage-Lösung mit einem eMMC realisieren. Also eine SD-Karte ist relativ langsam und ein eMMC-Storage-Chip, den sehen Sie da direkt klein neben in der Ecke, also da in der Mitte. So sieht er ungefähr aus. Und auf der Rückseite von dem RockPi, da kann man ihn einfach einklipsen. Ja? Und wenn ihr nachher vorkommen wollt, also hier an dem Gerät habe ich das auch genauso realisiert. Ja? Aber die Lösung, die ich jetzt entsprechend hier vorstelle, ist, ich möchte jetzt keinen eMMC-Chip benutzen als Storage, sondern ich möchte eine richtige SSD nutzen. Und dementsprechend habe ich mein Szenario, wie ich das jetzt hier konfiguriere, abgewandelt. Zum Strom möchte ich nochmal zum RATSA RockPi was sagen. Also das ist wirklich sensationell. Der kann also mit verschiedenen Spannungen umgehen, von 5 Volt, 9 Volt, 12 Volt, 20 Volt. Und er kann auch über PoE, also mit Power over Ethernet, kann er entsprechend angesteuert werden. Dafür gibt es ein sogenanntes PoE-Head. Man kann dieses PoE-Head oben sehen, ne? Ganz oben rechts. Das PoE-Head aufgebaut auf den RockPi seht ihr oben links. Okay? Gut, jetzt habe ich ja gesagt, ich habe eine andere Storage-Lösung genutzt. Und zwar seht ihr da unten, dass ich ein USB-Gehäuse gekauft habe, also dass ich mit USB 3.0 dann das Gehäuse anschließe. Ihr seht das oben in der Mitte, das Gehäuse. Und das ist ein von Redsonic, ein Modell, das mir zugesagt hat. Und dort kann ich eine richtige SSD einbauen mit einem M.2 Anschluss. Wenn dann der Mainline-Kernel funktioniert, ja, also dass man nicht mehr diese Umgehung mit dem USB benutzen muss, ne? Dafür gibt es ein sogenanntes PC Extension Board, das seht ihr in der Mitte rechts. Ne? Also, und das baut man dann auf den RockPi noch mit auf. Ja, kann man einfach montieren, ist relativ einfach. Und dann kann man dort seine SSD in die M2-Schnittstelle einfach einklipsen. Und jetzt seht ihr unten so ein Gehäuse. Da passt das auch alles schön rein. Ja? Also, wenn ihr es als Server mit PoE zum Beispiel dann verwendet, dann ist da alles schön im Gehäuse drin und da müsst ihr nur das Netzwerkkabel noch einstecken. Und dann ist der Rechner als Server sozusagen einsatzbereit. Okay, also die derzeitige Storage-Lösung, mit der wir jetzt gleich weitermachen, sage ich nochmal kurz. Ne? Also, wir schließen eine Micro-SD-Karte noch an. Also, der RockPi hat auch einen Micro-SD-Kartenanschluss. Dort müssen wir die Software, die zum Booten notwendig ist, die müssen wir alle auf der SD-Karte installieren. Und das Root-File-System, das installieren wir dann auf der entsprechenden SSD. So, jetzt kommen wir zur Software. Also alles, was ihr da seht, das braucht ihr an Software. Von ARM müsst ihr eine Trusted Firmware kompilieren. Das ist nur eine Datei. Da gehe ich gleich in der nächsten Folie drauf ein. Ihr braucht U-Boot von Wolfgang Dengs. Das ist eine Firma hier in Deutschland. Die bietet also einen Bootloader an, der auf ganz vielen Embedded-Systemen eingebaut wird. Also ist quasi der Standard. Also eigentlich benutzt ihn jeder, der Embedded-Systeme entwickelt.
Und sozusagen dieses Repository, ne, was der Herr Denks anbietet, das ist das Mainline U-Boot Repository. Also wenn sozusagen in diesem Repository der RockPy 4 unterstützt wird, dann ist das sozusagen das, wo ich sage, ja, damit möchte ich gerne weiterarbeiten. Dasselbe ist der Kernel von Linus Torvalds, also das Kernel-Repository, was Linus Torvalds selbst verwaltet. Derzeit hat es den Stand 5.3.Release-Kandidat 8. Ihr müsst Folgendes wissen, also der RockPy 4 wird, also da sind sehr viele Veränderungen, die jetzt erst in den Kernel eingearbeitet werden. Ne? Also das heißt, die sind auch sehr bemüht, also von Razza, dass diese entsprechende Hardware-Unterstützung in den Kernel Einzug erhält, auch im U-Boot. Ja, als Distribution habe ich Debian Buster gewählt. Das ist die Distribution, die am meisten für freie Software, glaube ich, sich einsetzt und ja, die auch sehr weit verbreitet ist und auch einen entsprechenden Standard hat. Gut, also ich werde jetzt gleich auf den nächsten Folien, werde ich jetzt zeigen, wie alles kompiliert wird und dann werde ich ja zeigen, wie man Debian Buster auf dem Host-System installiert. Und jetzt gehe ich sozusagen hier weiter vorwärts. Also das Schaubild, was ihr da oben seht, ne, das ist Make-Menü-Config. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt alle, aber damit kann man dann quasi das U-Boot nochmal extra konfigurieren. Da gehe ich aber eigentlich nicht drauf ein. Ich wollte das nur jetzt erwähnen, dass man also entsprechend die Konfiguration auch entsprechend nochmal sehr speziell einstellen kann. Also zuerst ja, macht ihr es ganz einfach. Ihr ladet die ARM Trust Firmware runter. Ja, das ist ein Git-Repository, ladet ihr runter, entpacken, Befehl make und dann werden da irgendwelche Dateien erstellt. Und eine Datei, die wichtig ist, die wir brauchen, die ist hier in rot dargestellt, das ist bl31.11. Und die brauchen wir nachher. Und zwar brauchen wir die dann, um im U-Boot dann entsprechend die anderen beiden Dateien, die unten stehen, idb-loader-image und u-boot-itb, dass die erfolgreich durchkompiliert werden. Ja, mit Mainline U-Boot macht ihr genau dasselbe. Also Repository runterladen, auspacken. Ja, und dann kopiert man am besten einfach die BL3111 in das Hauptverzeichnis von U-Boot. Standardmäßig wird U-Boot in USR Source installiert und ihr exportiert also diese eine Variable BL31. Ja, und dann hat U-Boot extra eine Konfiguration für den RockPy 4 entsprechend angelegt. Vielleicht habe ich einen Schreibfehler, vielleicht heißt es nicht RockPy Config, sondern RockPy 4 Config. Das weiß ich jetzt nicht so genau, habe ich gerade gemerkt. Gut, dann wollte ich ja jetzt nicht darauf eingehen, dass man also die Konfiguration nochmal extra verändern kann. Das würde man mit diesem Make-Menü-Config machen. Das lasse ich jetzt weg, aber man könnte das nochmal entsprechend verfeinern. Und man kann also direkt nach make-rockpy-config make-all machen. Dann werden irgendwelche Dateien erstellt. Also ihr könnt einen Kaffee kochen, ne, einen Kuchen essen. Es dauert ein bisschen. Und wenn das alles fertig ist, dann müsst ihr mit den zwei letzten Befehlen, stellt ihr dann einfach dieses idb-loader-image her, indem ihr diese u-boot-tpl-bin und die U-Boot-SPL-Bin einfach zusammen mergt. Das ist also ein relativ einfacher Vorgang. Und dann habt ihr im Ergebnis also die zwei Dateien, da unten, ja, und die braucht ihr nachher später, wenn wir die SD-Karte vorbereiten. Also ihr merkt euch jetzt einfach, das BL3111 braucht ihr jetzt nicht mehr, habt ihr schon verwendet, alles gut. Und die zwei unteren Dateien, die braucht ihr noch. So, ich komme jetzt zur Kompilierung vom Linux-Kernel. Also ihr ladet auch wieder den Linux-Kernel runter. Ihr führt dann diese Befehle aus, make-dist-lin, make-dev-config. Und dann könnt ihr natürlich auch wieder den Kernel speziell konfigurieren. Da gehe ich jetzt mal drauf ein.
komme ich gleich zu. Und wenn man den fertig konfiguriert hat, ne, dann macht man make DTBS und make bin der PKG. Und dann muss man wirklich ein bisschen länger warten. Also es dauert länger, wenn man das kompiliert. Und ja, am besten, also könnt ihr vielleicht das BAMF-Postfach von eurer Mutti dann entsprechend bearbeiten. Also es dauert wirklich sehr lange. Wichtig ist noch zu sagen, also die Kompilierung macht ihr am besten auf einem ARM64-System. Und wichtig ist, dass ihr, also wenn ihr das auf einem normalen x86 macht, müsst ihr also bei den Make-Sachen noch entsprechende zusätzliche Parameter angeben. Ja? Also wer da Schwierigkeiten hat, der kann sich dann gerne auch an mich wenden. Ich kann dann auch gerne helfen. So, jetzt gehe ich nochmal auf die Konfiguration ein, weil das doch schon wichtig ist für später. Also wenn ihr zum Beispiel Krypto-Targets, also wenn ihr verschlüsselte Filesysteme nutzen möchtet, dann müsst ihr entsprechend Krypto-Target unter der LVM-Section entsprechend konfigurieren. Und ihr müsst unter der Krypto-Section dann entsprechend die Verschlüsselung, die ihr für das Root-File-System benutzen wollt, auch entsprechend einstellen. Dieses Config-USB-Serial-FTDI-SIO, das ist das Kabel, was ich nachher zeige. Also wenn ihr sozusagen dieses Kabel nutzen wollt und das anstecken wollt an einen weiteren RockPi, dann muss der Kernel dieses Modul kennen. Und für Docker, wenn man also Docker richtig realisieren will, zum Beispiel so Router, dann braucht man entsprechend die in der Netzwerkkonfiguration die Konfiguration OpenVSwitch. Und für Amateurfunker ist dieser DVB-T-Dongle ganz interessant. Also damit kann man dann auch entsprechend spezielle Geräte dann auch anschließen. Okay, also wenn ihr dann Kekse gebügelt habt, dann nach einer Zeit kommt dann entsprechend das Debian-Paket raus. Insgesamt sind es 4 Pakete, die produziert werden, aber nur das hier da unten, das braucht ihr. Ne? Also das Linux-Image 530RC8. Wenn der Kernel 531 ist, dann heißt das natürlich entsprechend dann anders. Okay, also die Software haben wir jetzt sozusagen fertiggestellt und kompiliert. Und nun müssen wir uns über die Partitionierung der entsprechenden Storage-Komponenten sozusagen, damit müssen wir uns jetzt beschäftigen. Also Rockchip, da habe ich auf der Seite geguckt, die bieten also, sag mal, ihre Vorstellung an von, wie man die SD-Karte partitioniert. Und also ich weiche davon ab, weil ich gemerkt habe, und ich würde euch das auch raten, dass ihr davon abweicht, weil ihr müsst wirklich also G-Disk und FDIC-Experten werden, damit ihr das so einstellen könnt. Ich gehe jetzt einfach nur auf meine Sache ein. Also Rockchip zum Beispiel, also vielleicht nochmal der Unterschied zu Rockchip. Also ich möchte beim Booten den Grub-Bootloader auch laden. Der ist bei Debian einfach Standard. Ich möchte also nicht von U-Boot direkt den Kernel anvisieren, sondern ich möchte vorher noch den Umweg machen über den Grub-Bootloader. Deswegen habe ich eine EFI-Partition erstellt und der Startsektor auf meiner Platte, da nehme ich 32.768. Und in diese EFI-Partition wird später der Bootloader sein und die EFI-Partition, die muss man formatieren mit VFAT oder mit FAT32. Dann lege ich eine zweite Partition ein, das ist das Boot-File-System. Das hat die Formatierung mit Extended 2. Ja, also ich habe die EFI-Partition 1 GB benutzt, deswegen ist der Startsektor entsprechend bei 2 Millionen. Und ich habe auch für die Boot-Partition ungefähr 1 GB Speicher vorgesehen. Und in der Boot-Partition, da wird der Kernel untergebracht, die Initial RAM Disk und die Device-Trieblobs, die ich auch vorhin kompiliert habe. Ja, die Partition 3 und 4 braucht man eigentlich nicht für die SD-Karte und für das Szenario, was wir benötigen. Ich habe die jetzt trotzdem so angelegt. Das kann man dann als Rescue-System nutzen. Also das müsst ihr einfach jetzt weglassen. Nur die ersten beiden Partitionen sind
eigentlich relevant. So, jetzt kommen wir zur Partitionierung der SSD. Also eigentlich braucht man nur eine Partition, und zwar für das Root-File-System. Damit aber später ich nicht nochmal die Platte neu partitionieren muss, habe ich entsprechend eine EFI-Partition schon angelegt und auch eine Boot-File-System-Partition. Und weil ich auch gerne mit so Krypto-Sachen rumspiele, habe ich also, und mit Logical Volume Manager, habe ich also eine dritte Partition angelegt, und da habe ich auch den meisten Speicher dann verbraten bei meiner 512 GB SSD. Und die letzte Partition, die vierte, das ist eigentlich die sozusagen für eine normale Installation. Dort, die habe ich dann als Root-File-System deklariert. Na, und wenn dann der Mainline-Kernel weiterentwickelt ist und das U-Boot weiterentwickelt ist, dann, wird es natürlich so sein, dass der U-Boot in den SPI-Flash kommt, und dann braucht man die entsprechenden EFI-Partitionen und Boot-Partitionen der SSD werden dann benutzt, und dann braucht man die SD-Karte nicht mehr. Dann kann man also sozusagen den RockPy anschalten, und dann geht es gleich bei der PCI Express geht es dann gleich weiter mit dem Booten. Dann braucht man auch nicht mehr das USB. So, jetzt kommt die Installation des Host-Systems. Also ich habe jetzt keinen Stick, den ich runterlade, so ein ISO-Image und boote das irgendwie, sondern ich mache das ein bisschen anders. Ich mache das mit dem Befehl de-bootstrap. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, ne? Also ihr installiert am besten das System auf einem ARM64-System mit einem ARM64-Kernel. Sonst müsst ihr da noch andere Parameter eingeben. Ist aber also kein Hexenwerk. Das geht schon. Also, jetzt nehmt ihr die vierte Partition von der SSD, und die mountet ihr dann zum Beispiel in /mount, wenn ihr das nicht benutzt. Und dann, dann führt ihr einfach diesen Befehl de-bootstrap aus. Was der macht, ist ganz einfach. Also, der geht auf die Debian-Sourcen, lädt alle Pakete runter, die ihr braucht, installiert die in diesem Verzeichnis, und dann habt ihr schon ein komplettes Debian-System mit dem einen Befehl. Jetzt müssen wir das Change-Root-System, also das Change-Root vorbereiten. Dafür sind dann die nächsten drei Zeilen notwendig, also dass man die beiden Partitionen von der Micro-SD-Karte entsprechend einbindet, und dass man Informationen, die das Hauptsystem liefert, dass man die auch in dem Change-Root-System zur Verfügung hat. Das ist diese Zeile mit /mount --bind/dev/mnt/dev, ... und so weiter. Okay, dann wechselt man in das Change-Root-System. Macht einfach nochmal ein Update des Systems, dass alle Pakete aktuell sind. Und dann passt man entsprechend die File-System-Tab an. Und man muss das habe ich leider vergessen in dem Vortrag zu erwähnen, also man muss vorher mit zum Beispiel BLK-ID, das ist ein Befehl, kann man die UUIDs der entsprechenden Partitionen bekommen. Und dann passt man entsprechend die File-System-Tab mit den UUIDs dann an. Wenn man das gemacht hat, dann installiert man noch ein paar Pakete, insbesondere das Paket grob EFI. Und das installiert dann einen EFI-Loader in der EFI-Partition. Und anschließend, also wenn ihr Krypto und sowas braucht, dann braucht ihr eben noch LVM2 und Crypt-Setup, damit ihr auch später Krypto-File-Systeme nutzen könnt. Und entsprechend dann installiert ihr dieses eine Image, was ihr den Kernel, den ihr kompiliert habt, den installiert ihr entsprechend. Danach mit dpkg-i, das ist diese rote Zeile, die ihr da seht. Und eventuell müsst ihr auch noch die Grub-Konfiguration entsprechend editieren. Und da müsst ihr unter die Zeile, wo initrd angegeben ist, müsst ihr noch diese Zeile device/ und rk3399rockpy.dtb angeben. Und ihr müsst dieses File, das habe ich leider vergessen bei der Kompilierung, anzugeben. Also hier gibt es noch ein zweites Ergebnis, und zwar bei make.dtbs. Da werden diese Device-Tree-Blobs entsprechend auch kompiliert aus den Sourcen. Und da gibt es dann eine Datei, und das ist eben diese Datei, die man dann in die
Bootfile-System-Partition entsprechend kopiert. So, die MicroSD-Karte ist ganz einfach zu installieren. Also, ihr wisst ja noch, die zwei Dateien, die wir in U-Boot erstellt haben, die werden jetzt auf die MicroSD-Karte gebrannt. Dafür muss man natürlich das richtige Device eingeben. Also Rockchip ist so, also beim RockBy ist es so, der hat ja einen Rockchip-Prozessor und der Rockchip-Prozessor, der fragt dann genau im Sektor 63 an. Ne? Und weil das immer mit 0 beginnt, muss man eben 64 Sektoren auslassen, damit man an der richtigen Stelle dieses IDB-Loader-Image-File entsprechend platziert. Ja, dann mountet ihr nochmal die EFI-Partition und es ist so, wenn ihr bei Debian grob EFI installiert, dann installiert ihr das in eine Datei, in ein Verzeichnis, das heißt Debian. Und ihr stellt jetzt einfach nochmal ein Bootverzeichnis und kopiert einfach diese zwei Dateien, die da stehen, die kopiert ihr dann einfach nochmal in das Bootverzeichnis und benennt grob AA64 EFI in Boot AA64 um. Das ist jetzt die einfachste Lösung, ansonsten müsstet ihr in dem U-Boot das speziell konfigurieren. Ich denke, das ist trivialer. Deswegen habe ich jetzt hier diesen Weg so vorgeschlagen. So, vorhin habe ich ja von dem seriellen Kabel schon erzählt. Ihr braucht also jetzt, um den Bootvorgang entsprechend zu nutzen, müsst ihr dieses serielle Kabel auf dem RockBy installieren. Und auf einem anderen Computer müsst ihr dann eine serielle Konsole öffnen. Ich benutze hier Minicom und ich habe mir extra eine Minicom-Datei erstellt mit diesen Parametern, die hier stehen. Und steht jetzt 1,5 Millionen. Normalerweise steht da immer 9600 Baud. Ne? Also es sind wirklich 1,5 Millionen, dass ihr euch da nicht irritieren lässt. Ne? Das sind also die Angaben, die beim Hersteller auch stehen. Und es funktioniert auch. So, also so sieht das System aus. Ne? Also die Festplatte, ne? Das ist dieses RedSonic-Gehäuse. Dann in der Mitte ist der RockBy. Da ist sozusagen alles angeschlossen. Strom kommt aus der Steckdose. Und das hellblaue USB, das steckt ihr jetzt in einen anderen Computer. Und da könnt ihr dann mit der als serielle Konsole drauf zugreifen. Okay, also wenn ihr das gemacht habt und Minicom aufgerufen habt, dann kriegt ihr so ein Screen. Ja? Und wenn ihr dann den RockBy in die Steckdose steckt, dann seht ihr, also dass erst der TPL geladen wird. Also das ist übrigens eine Abkürzung für Tertiary Program Loader. Und danach wird der SPL geladen. Das ist eine Abkürzung auch, das ist der Secondary Program Loader. Und die beiden Sachen, die bewirken, dass das U-Boot komplett in den RAM geladen wird. Und ihr seht ja dann das ist ein sehr aktuelles U-Boot, was ich hier benutzt habe aus dem Juli. Es gibt jetzt bestimmt also ein aktuelleres, das muss man eben entsprechend dann updaten. Und wie ihr hier sehen könnt, ne, ist der Input, Output und der Error nur seriell. Ja? Also wenn man jetzt das U-Boot entsprechend konfiguriert, dann könnte man auch auf HDMI diese Videoausgabe haben. Ja, das ist aber eine Sache, die habe ich noch nicht so konfiguriert und noch nicht so hingekriegt. Deswegen kann ich euch heute auch nur diese USB-Seriell-Variante zeigen. Normalerweise würde man jetzt das Booten einfach weiterlaufen lassen. Ich habe das natürlich jetzt hier abgebrochen, damit ich den Screenshot machen kann. Aber das Kommando run distro boot cmd, das ist sozusagen das Kommando, was eigentlich ausgeführt wird. Und damit wird dann auch der Autoboot einfach fortgesetzt. Und das ist eben jetzt das Schöne. Also jetzt wird der Standard-Bootloader von Debian geladen. Und hier sind natürlich jetzt einige Kernels, die ich schon ausprobiert habe. Und auch andere Storage-Komponenten da. Also hier müsst ihr jetzt auf den ersten nur gucken. Der wäre auch default ausgewählt. Und wenn man den einfach weiterlaufen lässt, ne,
dann ja, wird der Kernel geladen und dann fragt er auch noch, weil ich jetzt hier ein Krypto-Filesystem benutzt habe, nach meiner Passphrase, die kann ich dann eingeben und entsprechend wird dann das Root-Filesystem entschlüsselt und dann bekomme ich den Login-Screen. Und dieser Login-Screen wird auch auf dem HDMI-Output ausgegeben. Ja? Und es sieht ganz normal aus wie jedes andere Debian. Man hat also 7 Terminals und ein X-Windows, wenn man das möchte. Ich habe hier den Quiet-Mode bei den Kernel-Parametern gewählt, weil ich sonst eine Riesenlatte hätte an Informationen, welche Dienste geladen werden und welche Treiber. Das habe ich deswegen weggelassen. Also ich fasse jetzt nochmal zusammen. Ne? Also man braucht ein paar Stunden, bis man das System installiert hat. Und dann hat man so einen Login-Screen und kann dann weitere Pakete installieren, also zum Beispiel Docker. Das wäre jetzt also das nächste, was man dann installieren kann. Und dann kann man in Docker entsprechende Container erstellen. Und ich habe da auch schon viel experimentiert. Also es ist problemlos, also Docker zu nutzen. Weil ich das Modul OpenVSwitch, was ich ja vorhin erwähnt habe, nutze, kann ich also einen Docker-Container, der Routing macht, erstellen. Ich habe auch einen Docker-Container erstellt, der eine ganze grafische Oberfläche darstellt. Das heißt, ich gebe nur ein in der Kommandozeile x:7 und kriege dann den Rest aus dem Docker-Container geliefert. Und wenn man dann weitere Docker-Container mit x-Oberfläche starten möchte, das geht auch. Also man kann dann in dem LXQT-Desktop entsprechend ein virtuelles Fenster aufmachen und da kann man dann entsprechend die Applikation mit reinladen. Also mehr will ich jetzt hier nicht drauf eingehen. Wer da mehr wissen will, der kann mich da gerne dann nach dem Talk ansprechen. So, jetzt komme ich zum aktuellen Stand. Also ich habe ja gesagt, ne, also was mein favorisierter Single-Board-Computer ist. Ich habe wirklich viele Single-Board-Computer gekauft und das war jetzt mal wirklich gut, ne? Also dieser Hersteller. Also ich habe ja schon gesagt, booten kann ich jetzt bisher nur über SD-Karte und ich kann auch die SSD nicht richtig nutzen mit dem NVMe-Protokoll, weil eben das noch nicht vom Mainline-Kernel richtig unterstützt wird. Also die Sachen, die sozusagen jetzt noch stören, ne? Das ist das, also der RockPi, das habe ich noch nicht erwähnt, der hat einen sogenannten SPI-Flash aufgelötet, das ist ein kleiner Speicher und der reicht aus, dass man die zwei Dateien, idb-loader und uboot.itb, dass man die auf diesen kleinen Speicher flasht. Und leider gibt es vom Hersteller nur dort einen Binary-Blob. Das heißt, das geht schon, aber ich kann das nur mit dem Binary-Blob realisieren, weil ich das nicht will. Und weil das jetzt auch nicht das Szenario ist, was ich hier jetzt darstellen möchte, kann ich das eben noch nicht. Und wenn ich aber dann dazu in der Lage bin, sozusagen meine selbst kompilierten Binaries dann entsprechend auf den SPI-Flash zu flashen, dann kann ich auch alles auf die SSD, also kann ich den Grub-Loader eben in der EFI-Partition auf der SSD unterbringen und dann kann ich eben auch über PCI-Express und NVMe-Protokoll entsprechend starten. Und dann benötige ich die SSD, die Micro-SD-Karte eben nicht mehr. Okay, wie schon erwähnt, also der Vendor-Kernel, damit funktioniert das alles und wenn man die Blobs von dem Hersteller nutzt und die sind ja redlich bemüht, dass sie entsprechend das Ganze in den Mainline-Kernel integrieren möchten. Okay, was? Also das sind die zwei Dinge, die also die offen, die technisch offen sind. Also ich habe leider nicht das richtige Device-Tree-Blob. Also ich habe dort in den Sourcen genau nachgeschaut. PCI Express wird eben dort nicht unterstützt bisher. Und ich muss eben darauf warten, bis das in den Sourcen so auftaucht, dass ich dann auch das richtige Device-Tree-Blob kompilieren kann.
Und dieses muss man dem U-Boot mitgeben und auch dem Linux-Kernel. Das andere hatte ich ja schon erwähnt. Ne? Ich weiß leider nicht, wie das Mainline-U-Boot-File aussieht, was auf den SPI-Flash gespielt werden muss. Und das zweite große Thema ist, dass ich also bisher den Bootvorgang nur über die serielle Konsole entsprechend steuern kann. Und es wäre natürlich gut, wenn man das über die USB-Tastatur und über den HDMI-Output auch parallel machen kann. Und dazu bedarf es eben der Anpassung der U-Boot-Skripts und der U-Boot-Konfiguration. Ja, jetzt komme ich nochmal zu meiner eingänglichen Motivation, weshalb ich das eigentlich hier alles mache, zurück. Also wir leben ja hier in Deutschland und wir haben es eigentlich ganz gut, denn ich denke, es ist einfach verboten, dass man hier diese Rootkits einfach installieren darf. Und dafür gibt es auch hier eine demokratische Mehrheit, die das auch nicht möchte und die dagegen auch entsprechend demokratisch auch vorgeht. Und aber es gibt natürlich, man muss natürlich wissen, also der Hersteller solcher Geräte, der bietet diese Dinge weltweit an und entsprechend gibt es, also da wird quasi dieses Feature auch mitgeliefert. Und bei uns eben in unserer freien Gesellschaft ist eben dieses Feature abgeschaltet oder wird blockiert. Aber es kann problemlos ja wieder angeschaltet werden. Und für mich ist es eben, also stellen sich da für mich zwei Fragen. Ne? Also die Hersteller produzieren das, was der Markt möchte. Und wie hoch ist denn der Marktanteil der freien Welt und wie hoch ist der Marktanteil totalitärer Staaten, die eben entsprechende Systeme nachfragen? Und die zweite Frage, die sich natürlich jetzt für mich hier konkret in Deutschland oder in Europa stellt, ne? Also inwieweit also ist unsere freie Welt hier gefährdet, wenn man sich Wahlen, Gesetze und Vorhaben entsprechend anguckt, die hier vor sich gehen? Ja, also ich werde jetzt etwas philosophisch. Ich denke, vernünftige Lösungen, die liegen zwischen der Willkür und der Diktatur. Ich denke, wir können uns darauf einigen. Und dass man die Freiheit mit Normen versehen muss, damit wir hier alle gut zusammenleben. Und dass man, wenn man Normen aufstellt, dass man auch den Freiheitsaspekt entsprechend berücksichtigen sollte. Und mein favorisierender Ansatz ist, dass unsere Freiheit gestärkt werden soll und geschützt werden soll, wenn wir Regeln aufstellen. Und meine zentrale Forderung ist, dass wir Computer mit freier Software und freier Hardware betreiben dürfen und auch herstellen dürfen. Und wenn wir so eine Regel durchsetzen können, demokratisch, dann wäre ich sehr zufrieden oder dass wir das nochmal in einer Regel formulieren, dass auch allen klar ist, dass das nicht verboten gehört. Und ihr habt ja alle ein Smartphone und ich denke, ihr seid vielleicht die Zielgruppe, die geeignete Anforderungen erstellen kann, wie ein sinnvolles, sicheres Smartphone, was unsere Freiheit auch erhalten kann. Also zum Beispiel, dass wir über unsere Daten bestimmen, ja, wie das auszusehen hat. Ich denke, da bin ich jedoch bei dem richtigen Publikum, das mir solche Fragen und Anforderungen beantworten kann. Ja, also ein Single-Board-Computer als Notebook umzufunktionieren, das war aus diesen Überlegungen heraus auch meine Wahl, denn Single-Board-Computer, die unterliegen einem sehr starken Wettbewerb, und zwar der ist preislich getrieben und technisch. Also sozusagen das Gute daran ist, dass aus Kostengründen der BIOS-Chip fehlt mit dem Hersteller-Rootkit. Und es ist auch so, dass einige Hersteller
die veröffentlichen auch ihre Hardware-Spezifikationen, um also mehr Vertrauen aufzubauen. Das heißt, Razza zum Beispiel hat seine Specs veröffentlicht. Es ist eigentlich einfach, diesen Computer auch nachzubauen und selber zu produzieren. Also, technisch möchte ich so weit vorankommen, dass man einen Singleboard-Computer als Notebook-Alternative nutzen kann. Und ich werbe um eure Unterstützung. Und ich bin euch also sehr dankbar, wenn ihr eure Kontakte nutzen könnt und spielen lasst und dass ich Personen finde, die sich auch in dieses Projekt mit involvieren wollen. Einmal technisch und einmal gesellschaftlich. Und damit ein freier Computer eine Chance hat und am Markt verfügbar ist, ne, brauchen wir eine Zielgruppe, die als Marktmacht sich etablieren kann und technische Anforderungen aufstellt. Warum brauchen wir so eine Marktmacht? Damit potenzielle Hersteller in die Entwicklung von Angeboten auch investieren, die Nachfrage dieser Zielgruppe auch trifft. Also wenn wir solche Geräte nachfragen, dann werden die auch hergestellt. Und wenn wir Geräte, die nicht unseren Anforderungen genügen, wenn wir die angeboten bekommen und ablehnen, na, dann, dann verrotten die in den Regalen. Also ich danke nochmal. Ich möchte nochmal auf das Motto von MRCD in diesem Jahr hinweisen. Also es sind ja Gesellschaftsspiele. Und ich denke, dass ein blobfreier Singleboard-Computer ein genialer Spielbaustein ist. Und geniale Mitspieler oder die es werden wollen, da würde ich mich sehr bitten, dass sie mich persönlich ansprechen. Vielen Dank. Ja? Ich kompiliere den ja. Na, also. Ich frage nochmal, dass der Blob, genau, oben der ARM Trusted Firmware, das ist etwas, was du. Okay, gut, das hatte ich nicht gesehen. Danke. Genau, also. Ich will jetzt nicht völlig paranoid sein, aber der offizielle Linux-Kernel, den man bei Linus Torvalds runterlädt, der enthält ja auch noch Blobs. Und es gibt ja von der Free Software Foundation Latin America noch den Linux Libre Kernel. Und hast du das auch schon mal ausprobiert mit dem Linux Libre Kernel? Nein, ich habe das noch nicht mit dem Linux Libre Kernel ausprobiert, aber das werde ich tun und ich werde dir gerne davon berichten. Also sind die an? Also erfahrungsgemäß Linux Libre in dem Fall sollte weitgehend funktionieren. Zumindest wenn ich gerade so im Kopf. Ja, okay, Kommentar war, WLAN könnte problematisch werden, ja. Das wird nicht funktionieren. HDMI dürfte bei dem Gerät, könnte auch noch so ein kruder Chip sein, dass das funktionieren dürfte. Ja, also da gibt es schon Nachrichten, dass es geht. Also, dass es offene Treiber gibt, ne? Für die GPU. Ja, also wenn sonst keine Fragen sind, dann stehe ich gerne zur Verfügung. Also die Hardware habe ich alle hier. Wer sich das angucken will, ist herzlich eingeladen. Ich packe das dann hier gerne noch alles aus, wenn jemand sich dafür interessiert. Also, macht's gut.